heißt es nichts weiter als das spanische Wort für Fluss und geht wieder zurück auf den idealen Zustand der Logistik, sowohl Waren als auch Informationen. Solange sie im Fluss sind und fließen, ist der Logistiker zufrieden und wir auch. Gut, im Grunde geht es um Softwareentwicklung, im Grunde geht es um Auslegung von Backend-Systemen. Es ist jetzt relativ wenig Stahl und Eisen damit dabei. Das einzige Hardware-Produkt, das tatsächlich entwickelt wird, ist diese Rio-Box, ja, die ins Fahrzeug muss, um quasi die Daten rauszubekommen. Und ansonsten dreht sich es wirklich nur um Software. Unser Entwicklungsprozess ist durchgängig agil, also nicht nur bei uns im Innovation Lab, im X-Lab, wo wir nach Scrum arbeiten, sondern diese komplette Organisation, wo wir ja momentan von 135 Leuten sprechen, entwickelt digitale Services agil nach Scrum. Genau, in der frühen Phase, für die wir im X-Lab zuständig sind, wenden wir sehr viel Design Thinking an. Wir setzen darauf, dass wir wirklich nicht in technischen Lösungen denken, sondern dass wir wirklich als allererstes Kundenprobleme verstehen. Und es ist ganz interessant, was passiert, wenn man auf der einen Seite den Kunden, der sehr genau weiß, was er für einen Schmerz eigentlich hat, und Experten, die wirklich auf dem Zahn der Zeit wissen, was aktuell alles möglich ist. Wenn wir diese beiden Gruppen zusammenbringen, dann ist es ganz faszinierend, wie sich so ein Produkt entwickelt. Ich gehe auf den Leiter ganz kurz ein, ja, weil ich habe ja auch Chief Product Owner eigentlich dahingeschrieben, und es hat auch einen Grund, warum der Chief Product Owner steht und nicht Head of Innovation Lab, weil das Thema Führung im digitalen Umfeld eine signifikant andere Ausprägung hat. Ja. Man ist nicht mehr zuständig dafür, dass man jede Rechnung freigibt und alle jede Entscheidung quasi absegnet oder selbst trifft, sondern man ist auf einmal für Menschen verantwortlich. Man muss dafür sorgen, dass die ein ideales Arbeitsumfeld haben, ja, dass die wirklich ein Umfeld haben, in dem die Lust haben, Produkte zu entwickeln. Sie dürfen auch oder müssen auch für den Rest der Organisation ein Stück weit Arbeitswelt erproben und auch Arbeitskulturleitbild darstellen. Mhm. Für ein eigentlich klassisches, sagen wir so, Schnittstellen und cross-funktionales Team wie Marketing und Kommunikation, das ich nun persönlich vertrete, darstellt, ist es eine Herausforderung, sich auf einmal auch auf diese agile Arbeitsweise einzulassen. Mhm. Aber es ist auch ein sehr, sehr spannender Weg, das eigene klassische Denken dort umzudrehen und davon zu lernen. Und dazu gehört aber auch ein entsprechendes Arbeitsumfeld, das zu verändern, also so die klassisch parlamentarische Bestuhlung mit Schreibtischen dazwischen, wie man sie sonst aus vielen Umfeldern kennt, befördert natürlich solches Arbeiten nicht. Und neue Formen der Kooperation auch mit einem, sagen wir so, mit den technischen Hilfsmitteln auszustatten. Muss ich immer eine E-Mail schreiben oder gibt es was ganz anderes? Das ist auch eine wichtige Funktion, die das X-Lab mit in die Gesamtorganisation reinträgt.